Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Wir spielen gegen French Lau Sular, so mit der Mannschaft Brasil, aber ja. Ich fange jetzt die Spiele hier an, damit wir immer noch. Nee, ich könnte hier die Aufnahme anfangen, fällt mir mal auf. Ich könnte sie hier anfangen. Hallo Paris Saint-Germain. Wenn ich das sagen darf. Oh Gott, wir werden. Aber der spielt im. Ich verstehe es nicht. Aber im Stadion vor dem Barcelona spielen. Sauber. So. Oh, abseits. So, nachdem wir in der letzten Folge endlich den ersten Saisonsieg eingefahren haben. Das dritte Spiel ist mir eigentlich viel zu spät dafür gewesen, aber. Na gut, ist halt passiert. Wir haben jetzt eine Mannschaft, die mir gefällt. Und ich, Idiot, das beinahe kaputt mache, indem ich so einen scheiß Pass spiele. Komm, es rennt einfach David Luiz um. Ja. Die Innenverteidiger gefallen mir. Vielleicht bleibe ich aber höchstens, aber Boateng wäre besser von der Geschwindigkeit noch her. Oh. Oh, verdammt. Ich habe gerade nicht gedacht, dass ich da mit Müller dran komme. So, Xabi Alonso schlägt den Eckball. Auf Philipp Lahm. Der den Ball nie mit hinbekommen hat. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, Gott sei Dank. Oh, verdammt und Gott sei Dank sind sehr nah beieinander. Ah! Da war die Lücke. Da will man in die Lücke schießen und macht sich's nur kaputt. Oh, wo ist denn der Ball? Wo ist denn der? Ach, da ist der. Der hat aber lange gedauert, bis er unten war. Das Verteidigen klappt schon viel besser mit der Mannschaft. Ey. Zip. Thomas Müller macht 1-0. Nein, macht er nicht. Er trifft nur den Pfosten. Verdammt. Ah, David Luiz lag am Boden, hat den Ball noch geklärt. Verdammt. Höbedes, sauber. Ah, Mist. Da war ich dran, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank war der Lahm nur mit der Hacke dran, deswegen haben wir den Ball verloren. Mist. Verdammt. Nämlich, wie wir den Schiri einfach hin und her schieben. Und warum das Spiel jetzt gerade unterbrochen ist, verstehe ich nicht. Ich finde aber schön, dass man mehr Audiospur hört, wie ich auf dem Controller rumhämmere. Oh, er hat drüber geschossen, Gott sei Dank. Ah, dass ich da das 1-0 nicht gemacht habe. Ach, er hat das ehemalige, dieses legendäre, klassische Shirt. Legendäre, wollte ich schon sagen. Habe ich auch gesagt. Klassische Shirt von Paris Saint-Germain. Aber ein Patch gab es noch nicht für FIFA, oder täusche ich mich da? Mein PlayStation hat vorhin keinen runtergeladen, wo ich das Spiel heute das erste Mal gestartet hatte. Oh! Ah, verdammt, ich habe gerade hier den Ball erobert. So, Son. Nee, es ist Alonso.
Ja, aber das wäre Son, weil es links außen war. Okay. Ah, und da war schon wieder dieser Müller. Den ich unbedingt haben wollte, aber Bayern-Spieler sind sehr teuer auf dem Transfermarkt. Sehr, sehr teuer. Ich hoffe, dass EA da irgendwann mal bestimmte Preislinien einhält oder dass man mehr Punkte pro Spiel bekommt, weil manche Spieler kann man sich ja wirklich nicht leisten. Ich weiß, es gehört alles zu der Preispolitik, damit man FIFA-Points und das alles kauft, aber legal kauft, weil ich cheate nicht und kaufe mir die Münzen, weil das ist verboten. Wer erwischt wird, bekommt Probleme von EA. Und Leute, die so Seiten betreiben und da Farmbots einsetzen, also die Spieler billig aufkaufen oder verkaufen, um Münzen zu sammeln, die kriegen auch Ärger. Aber wenn ihr Münzen kauft, ich habe das zumindest alles so gelesen, auf guten Gaming-Sites, wenn ihr Münzen kauft und erwischt würdet, als erstes, glaube ich, kriegt man nur eine Verwarnung, als zweites wird die Mannschaft gelöscht, alles auf Null zurückgesetzt und beim dritten Mal wird man ausgeschlossen von allen EA-Spielen. Online. Auch Battlefield. Oder war das nur bei den Hackern? Es gab auf jeden Fall drei Stufen. Aber dass der die Mannschaft komplett Paris hat. Respekt. Vor allem dieses Leihspielerprinzip müssen wir mal testen irgendwann. Irgendwann mal für links außen. Oh Gott. Ich habe hier jemanden Besseres draus, aber der macht die Chemie kaputt. Glaube ich zumindest. Nee, muss nichts heißen, dass der die Chemie kaputt macht unbedingt. Ist ja auch ein Linksaußen. Gaitan von Benfica, aber er macht die. Doch, er dürfte sie kaputt machen, weil sie nicht in einer Liga spielen. Das tut ja Gomez auch nicht. Ah! Alter, ich hasse meine Nase. Ich glaube, den Popschutz sollte ich morgen auch einsprühen. Weil ich habe eine Hausstaubmilbenallergie und habe da jetzt was gegen bekommen zum Saubermachen. Ich glaube, den Popschutz sollte ich auch mal einsprühen, weil da ist bestimmt auch Milben und Hausstaub und das alles drin. Oh. Kevin de Bruyne. Nein! Zu lang geworden, leider. Leider zu lang geworden. Und Halbzeit. Warum gibt es eigentlich online immer so viel Nachspielzeit? Das ist mir schon immer so in den letzten Spielen aufgefallen. Es gibt immer unwahrscheinlich viel Nachspielzeit online. Ich würde mich freuen, wenn meine Nase aufhört zu jucken. Das ist gerade extrem nervig. Nerv, 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 nerv. So wie meine Stimme bestimmt einige von euch auch nervt. Ist doch immer so. Es gibt YouTuber, die einem gefallen und andere nicht. Jeder hat ja seinen Geschmack. Aber aktuell gefallen ja anscheinend 411 Leuten meine Stimme. Oh, ich habe Anstoß. Ah. Ja. Oh Gott. Ah. Wo war denn ein Foul in der Mitte? Ich glaube, ich habe nicht hingeguckt, weil ich mich gerade gekratzt hatte an der Nase und habe weggeguckt gehabt. So.
Ah, Mist. Ach, Gott sei Dank. Hüpft versonnen der Ball über den Fuß. Ach, Manu. Ich finde die Bewertung bei Amazon sehr schön von FIFA, dass sich alle aufregen, dass das Spiel zu kompliziert sei jetzt mittlerweile. Zu anspruchsvoll. Ich finde das gut, dass es anspruchsvoller ist. Es kommt immer mehr an Fußball dran. Also, zweieinhalb Sterne oder was hat das Spiel mittlerweile nur noch? So als endgültige Bewertung, was ich sehr, sehr schade finde, weil es eigentlich ein gutes Spiel ist. Auch wenn ich mich selber schon drüber aufrege. Hin und wieder mal. Aber das ist normal, FIFA. Über FIFA regt man sich eigentlich doch auf. Es ist wie mit Mario Kart. Mario Kart regt man sich auch auf. Total menschlich. Aber beim Ego-Shooter. Beziehungsweise Counter-Strike. Ich fange hier gerade an über Ego-Shooter im FIFA-LP zu reden. Gute Idee. Nein, es ist halt so, Aggression. Oder wenn Leute mir schreiben, ich soll mich nicht so aufregen und es locker sehen. Es ist meine Art, FIFA zu spielen. Die ändere ich doch nicht. Ich spiele schon immer so FIFA, dass ich mich aufrege. Und nach einer Folge ist es sicher gut. Ich habe halt immer noch angefressen, dass es scheiße lief, aber ist man doch in Wirklichkeit auch, wenn es für seinen Verein scheiße läuft und man richtig Anhänger ist und nicht nur so nebenbei guckt. Ich akzeptiere ja hin und wieder eigentlich immer, wenn ich nichts mehr kann, der Schiri scheiße ist oder das Spiel halt alles kaputt macht. Es gibt wirklich manchmal die Ausnahmen, aber meistens ist es nach 5 Minuten Aufregen wieder gut. Aber weil manche Leute wollen das ja sehen, dass man ausrastet oder hören. Ich glaube, ich werde verlieren diese Partie durch ein Tor von Cavani. Ach. Ich habe nur das Problem, dass ich bis hier hinkomme, aber den Innenverteidiger zu gut stehen. Oh Gott, Mario Gomez hat hier den Ball. War ja klar. Ich bring gleich Shinji Okazaki. Okazaki. Och. Oh, verdammt. Oh Gott. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Knapp. Das war auch knapp. Aber ich mach das erstmal wechseln da vorne in der Spitze. Weil man sieht's ja. Ich bring extra Okazaki, weil der schnell ist und wendig. Und für Son kommt Magaitan. Fällt auf, ich bräuchte noch einen offensiven Mittelfeld. Und Xabi Alonso muss ich runternehmen, weil der tot ist. Ich sag immer tot, wenn sie platt sind. Und ich trinke in der Zeit was. Weil ich Durst habe und mein Hals kratzt. Die Anzeige stimmt sogar da oben mit 31,22, wenn man es umrechnet hat. Shinji Okazaki. Jetzt verliere ich, weil Alonso vom Platz ist. Das wär's. Das wäre eine willkommene Ausrede. Schön in den Laufweg gestellt. Pass. Sehr schön. Gaetan.
Oh! Verdammt. Oh, da hat einer seine Pause verschwendet. Dum 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 dum. Warum ich eigentlich immer X drücke in der Pause, weil es urplötzlich losgeht, falls man das hört. Weil diese Frage aufkommt. Damit ich jetzt in den Kopf will gehen kann, was da wahrscheinlich kommen wird. Dum dum dum. Genau. Hatte recht, da war ein Kopfballduell. Da wollte ich den Ball eigentlich gar nicht hingehabt haben, aber ist egal. Ja. Und Flanke. Wer war's? Müller wieder mal. Ich biete ihm immer die Lücke an, aber ich komme in letzter Sekunde immer noch dazwischen, Gott sei Dank. Oh! Nein. Ein Tritt. De Bruyne jetzt die Ecke. Ein bisschen flach der Pass, mein Freund. Oh, die Ecke. Ah! Das wird 0-0. Ich gehe einfach von 0-0 aus, weil schon da oben eine 5-5 steht. Och, ganz ehrlich, was ist denn? Da wechselt das Spiel einfach nicht den Spieler. Ah, das ist so eine Sache, die ich aufrege. Ich drücke auf L1 zum Wechseln des Spielers, weil der eine besser steht. Aber nein, du musst mit De Bruyne von der Mittellinie bis zum Ball rennen. Auch wo Hübels dazwischen steht. 1-0-0. Obwohl ich die 100%ige Chance an Pfosten geknallt habe. Beziehungsweise, weil ich die 100%ige Chance an den Pfosten geknallt habe. No. Zweikämpfe. Ganz ehrlich. Was für eine Mannschaft. Gucken wir uns nochmal an. 4 Punkte haben wir jetzt nach 4 Spielen. Es dürfte aber noch packen, rein theoretisch, den Aufstieg. Wenn ich jetzt so weiterspiele. Der hat auf jeden Fall das FIFA-Team erst jetzt gegründet. Das war's dann mit dieser Folge FIFA 15 Ultimate Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!